Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem siebten Lunchbreak-Webinar der Software AG. Ziel ist es heute, Ihnen in 15 Minuten einen High-Level-Einblick in unser Thema Neuerungen in ARIS 9.6 zu geben. Mein Name ist Dennis Wachsmuth, ich bin bei der Software AG im Vertrieb angesiedelt. Meine Kollegin Nina Uhl wird heute den fachlichen Part übernehmen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass aufgrund des knappen Zeitrahmens keine Zwischenfragen gestellt werden können. Sie haben aber die Möglichkeit, über die bekannten Kontaktwege als auch über die am Ende der Präsentation eingeblendeten Mailadressen Ihre Fragen an uns zu richten. Bevor wir zum fachlichen Part übergehen, lassen Sie mich noch kurz ein paar Worte zur Software AG sagen. Die Software AG ist seit über 40 Jahren am Markt und nach der SAP das größte deutsche Softwarehaus. Wir helfen unseren Kunden bei der Transformation zum digitalen Unternehmen, sodass diese besser mit ihren Kunden und Geschäftspartnern interagieren können. Dies ermöglicht ihnen, ihr Business zu verbessern und sich vom Wettbewerb zu differenzieren. Das Besondere ist, dass unsere Kunden diese neuen Solutions erstellen können, indem sie auf bereits bestehenden IT-Investments aufbauen und nicht auf der grünen Wiese starten müssen. Zugleich wird die Kommunikations- und Verständniskluft zwischen IT und Fachbereich überwunden. Die Lösungen, welche die Software AG hierzu anbietet, fächern sich in den unterschiedlichsten Themenbereichen auf Basis von unterschiedlichen Produkten, welche untereinander hochgradig integrierbar sind. Anschauen wollen wir uns heute unter dem Themenbereich Collaborative Process Analysis die Neuerungen unter ARIS 9.6 und hierzu übergebe ich an meine Kollegin Nina Uhl. Vielen Dank, Dennis. Einen schönen guten Tag auch von meiner Seite. Mein Name ist Nina Uhl. Ich bin im ARIS Produktmarketing seit ein paar Jahren tätig und dort für die sogenannte Business Process Analysis Plattform zuständig, das heißt also für die eher klassischen ARIS-Produkte, ARIS Architect, Simulation, APG und so weiter. Und wie der Herr Wachsmuth schon sagte, geht es heute um die Highlights von ARIS 9.6, der letzten Version, die wir zur CeBIT released haben. Und neben vielen kleineren Features und neuen Funktionalitäten, sagen wir mal, quer über die gesamte ARIS-Produktpalette, so zum Beispiel natürlich auch bei Governance, Risk and Compliance, Stichwort Regulatory Change Management oder auch im Bereich Process-Driven Management for SAP oder SAP-Lösungen, möchte ich Ihnen jetzt aber heute einfach mal meine persönlichen vier BPA-Highlights präsentieren. Da wäre an erster Stelle zu nennen, dass es nun einen wesentlich verbesserten Import von Visio-Modellen gibt, was sicherlich ein Punkt war. Ich weiß nicht, ob es aus Ihrer Erfahrung auch so ist, aber den wir von vielen Kunden gehört haben, dass das also definitiv besser werden müsste. Mit ARIS 9.6 ist hier jetzt viel getan worden. Das heißt beispielsweise, keine Sorge, ich lese Ihnen das nicht alles vor, aber ich fasse das einfach mal kurz auf Deutsch zusammen. Der direkte Import von Visio-Modellen beziehungsweise die genauere Interpretation der Textfelder, die in Visio vorliegen, ist nun ein entscheidender ARIS-Vorteil. Also es ist einfach zukünftig wesentlich leichter, das, was Sie vielleicht in Visio bereits modelliert haben oder als Information hinterlegt haben, in ARIS zu importieren, sodass also da eine gewisse Vorarbeit, die Sie vielleicht bereits getan haben, da nicht umsonst war. Als zweites Highlight ist es nun auch, ja, kann man fast sagen, endlich möglich, dass wir nicht nur eine EPK simulieren, sondern auch tatsächlich BPMN 2.0 Modelle absolut gleich wie bei der EPK simuliert werden können. Wie Sie hier auf dem Screenshot sehen, sieht das also auch ähnlich aus. Also Sie haben hier Ihr BPMN 2.0 Modell und können das auch, wie Sie es von der EPK kennen, hier mit diesen kleinen Zahlen, Ziffern, also sprich, hier ist jetzt gerade die Simulation in Gange, entsprechend da die Prozesse modellieren, wie Sie sie vielleicht als To-Be-Prozess in BPMN 2.0 modelliert haben. Als drittes Highlight gibt es nun auch wieder den sogenannten ARIS-Adapter for DMS, also sprich DMS Document Management System. Das heißt, seit ARIS 9.6 ist es nun auch oder unterstützt ARIS nun auch den direkten Zugriff
der ARIS-Clients auf die interne, also in dem Fall dann ADS, sprich ARIS Document Storage, oder auch extern gespeicherte Dokumente. Das wären dann in diesem Fall zum Beispiel Dokumente, die in Microsoft SharePoint 2010 gespeichert sind. Also das heißt, Sie haben in unterschiedlichsten ARIS-Produkten, die Sie hier sehen können, also den Architect oder Designer, aber auch zum Beispiel Connect, was ich für sehr wichtig erachte, dann aber auch ARIS Process Governance und den Publisher, jeweils die Möglichkeit, eine direkte Verbindung zu Ihrem SharePoint 2010 herzustellen und so direkt von ARIS auf die entsprechenden Dokumente zuzugreifen. Dann als viertes Highlight, das haben wir auch zur CeBIT gelauncht, ist im Endeffekt die Schnittstelle zwischen ARIS und Alphabet. Das ist also jetzt schon relativ weit gediehen und ist auch nach wie vor eines der wichtigen und großen Themen. Das heißt, wir haben jetzt oder seit der CeBIT besser gesagt eine Standardschnittstelle zwischen ARIS und Alphabet, die die entsprechenden Objekte und Modelle miteinander synchronisiert. Das heißt, Sie haben also, ob Sie jetzt in ARIS oder halt in Alphabet sind, auch einen direkten Link, also Sie dann jeweils auf das andere Tool zugreifen können. Das ist also nicht nur technisch entsprechend angepasst worden, sondern eben auch, was das User Interface angeht, hat man da viel Arbeit reingesteckt und das alles etwas angeglichen. Das heißt, Sie haben also jetzt eine wunderbar angepasste Benutzeroberfläche beziehungsweise eben eine Verbindung zwischen den Prozessen und dem eigentlichen Enterprise Architecture System. So, das war ein ganz kurzer Überblick über meine vier Highlights. Wie der Herr Wachsmuth schon sagte, ist es sicherlich möglich, im Nachhinein Fragen zu stellen oder Informationen zu bekommen. Ich würde an dieser Stelle jetzt einfach noch mal kurz an den Herrn Wachsmuth zurückgeben und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, danke schön, Nina. Das war ein sehr kompakter Überblick, aber auch ein sehr guter. Dankeschön dafür. Ja, wir haben Ihnen, da dies ja mittlerweile schon das siebte Lunchbreak-Webinar ist, viel versprochen, viel gezeigt, was wir von Seiten der Software AG in dem Moment können. Wir möchten natürlich auch, dass Sie sich persönlich davon überzeugen können und möchten Sie in dem Moment auch sehr, sehr gerne einladen zu unserem Innovation Day 2014, der am 2. Juli im Camea Grand in Bonn stattfindet. Die Teilnahme ist kostenlos. Wir haben ein komplettes Tagesprogramm aufgesetzt, was morgens um 9 beginnt, abends um 18 Uhr endet. Und neben Vorträgen von unserer Geschäftsführung in Bezug auf die strategische Ausrichtung der Software AG in erster Linie Vorträge von unseren Experten einerseits, was die Produktneuerungen angeht, auf der anderen Seite aber auch Kundenvorträge in Bezug auf die Anwendbarkeit und den Mehrwert der Produkte im Alltag entsprechend darstellt. Dort werden neben ARIS natürlich alle Produkte bzw. alle Lösungen der Software AG vorgestellt. Sie sehen unten links in der Folie einen entsprechenden Link eingeblendet, www.softwareag.com/IDDE, Innovation Day Deutschland ist im Großen und Ganzen das Kürzel. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich die Agenda näher anschauen und natürlich noch mehr freuen, wenn wir Sie dann dort entsprechend auch persönlich begrüßen können und dort einfach ein bisschen tiefer in die Thematik einsteigen können. Was weitere Fragen angeht in Bezug auf ARIS generell, auf unsere Produkte generell, kommen Sie auf uns zu. Sie haben sicherlich den ein oder anderen direkten Kontakt bei der Software AG, mit dem Sie so und so in Kontakt stehen. Ansonsten können Sie natürlich auch über die ARIS-Sales@softwareag.com zentral auf uns zukommen. Die Anfragen werden dort direkt aufgenommen und dann an die relevanten Kollegen weitergeleitet. Ja, heute ein wenig früher als sonst sind wir durch mit unserem Programm. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir freuen uns auf Ihr Feedback und hoffen, Sie auf dem Innovation Day begrüßen zu können. Bis dahin bedanke ich mich noch einmal recht herzlich bei allen und wünsche Ihnen eine schöne Mittagspause.